Mit Eva auf den Straßen. Immer sicher am Ziel. So, Freunde, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren oder zu Teil 2 von unserem Fahrvideo. Ich würde sagen, wir reißen den Bock hier mal an und fahren los. Jetzt hört sich auch schon die Batterie deutlich kräftiger wieder an, der Anlasser. Jetzt läuft ja gefühlt nur auf einen Pott. So, jetzt. Ein Zylinder ist abgesoffen. Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder. Was blitzt denn hier wie die Bekloppten heute? Haben die nichts zu tun hier? Was ist hier los, Alter? Moin, ciao. Welche Blitzer-Action hier. Ja, noch einmal ganz kurz zu dem letzten Video mit Max sein Merch, das ist mir gerade noch eingefallen auf die Schnelle. Vielleicht, Max, damit es besser wird, du das Video auch noch siehst und guckst, vielleicht würde der Merch, den du hast, besser laufen, wenn du nochmal vielleicht die Logos auch nochmal überarbeitest. Weiß, habe ich erwähnt mit dem Kanal-Logo, weil man dich besser identifizieren kann. Weil die hatte ich ja. Schwachsinn, vergesst wieder. Fällt mir gerade ein, hatten wir doch. Scheiße, egal. So. Habe ich mir heute für das Fahrvideo überlegt. War nichts. Ich habe es, glaube ich, im letzten Video zwar gesagt, aber ich habe es vergessen, was ich euch erzählen wollte hier. Von daher, ja, mal gucken, was. Vielleicht fällt mir gerade gleich noch was ein, was wir besprechen können. Das Thema Max war mir auf jeden Fall mal wichtig gewesen. Ja, und wie gesagt, vielleicht hilft ihm das Video ja weiter oder auch nicht. Vielleicht muss ich es runternehmen wieder vom Kanal, weil er es nicht möchte. Kann auch passieren. Ja, naja. Was wird euch so bei mir in nächster Zeit erwarten auf dem Kanal, dass ihr schon mal einen Überblick habt? Wir werden demnächst die Simson weiterschrauben auf jeden Fall. Ja, für euch stand heute dann erst frühestens in 3 Wochen. Weil ihr wisst ja immer nur freitags ein Video momentan, dass ich ein bisschen Vorlauf habe. Weil ich muss halt zusehen, ich denke mal, Corona wird irgendwann auch wieder ein bisschen vorbei sein. Das heißt, also meine Kurzarbeit ist ab März auch vorbei. Das heißt, ich muss wieder 5 Tage, was weiß ich, es muss zum Glück, darf ich wieder Vollzeit arbeiten dann oder normal? Wieder normal 5 Tage. Was aber natürlich bedeutet, dass ich weniger Zeit für Videos habe. Das heißt, ich bin momentan so ein bisschen in der Vorproduktionsphase noch. Wobei es jetzt halt die letzte Woche ist, wo ich noch Zeit habe. Aber ich habe zum Beispiel für Dienstag viele Videos vorproduziert inzwischen schon. Boah, Gerd muss ich den Berg hochkämpfen. Das Ding ist mega steil, der Berg. Oh, so, wir haben es geschafft. Und habe ganz viel Lego-Content vorproduziert. Also die Leute, die Lego gucken wollen, die haben mindestens den ganzen März über, wenn nicht sogar den April auch schon fast komplett rein. Immer dienstags ein Lego-Video. Für die, die es uninteressant finden, dann habt ihr kein Video leider. Wie gesagt, was ich im letzten Video erwähnt habe, ich werde den Kanal so machen, wie ich möchte. Und ich habe Bock auf Lego-Videos. Und vielleicht sind die Videos langfristiger erfolgreicher, weil langfristig Leute auf die Videos stoßen und es gucken die Lego rein, als jetzt vielleicht, wenn man es gerade hochlädt. Ja, vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, den man mal beachten sollte. Dass es vielleicht dann langfristig aber mehr geschaut wird. Gut, ansonsten, wie gesagt, ihr habt jetzt das Video gehabt schon, wo ich den Trabi ins Leben zurückgeholt habe für die Saison, die 2 Fahrvideos. Das zweite jetzt gerade für euch. Dann sind schon wieder 3 Wochen vorbei, nachdem ich das aufgenommen habe. Ne? Und ich werde wahrscheinlich in der Zwischenzeit angefangen haben, die Simson zu schleifen. Den werde ich aber nur eine Zusammenfassung machen von den Simson-Videos mit dem Schleifen. Das werde ich nicht so wie Max dann komplett filmen. Ich glaube, das interessiert keinen, wie man da schleift ewig. Ich werde euch so grob zeigen, was ich mache, mit welchen Materialien ich arbeite, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt schon an der Stelle, ich werde es nicht perfekt machen, ich werde es nicht komplett schleifen, ich werde es nur anschleifen und den Rost abschleifen und dann überlackieren, ist mir egal, ob es dann uneben ist oder nicht. Ne? So eine Sachen soll passieren. Oh, ich muss mal die Heizung hier, warum mache ich die auch nicht zu, ich Idiot? Weil das hier die ganze Zeit rein, mir ist so heiß hier drin. Und werde so halt anfangen. Und bis, ja, fertig machen die Simson auch auf die Art und Weise, weil man sieht halt dann sowieso nicht viel bei der S51, weil die ganze Verkleidung drum ist. Hauptsache der Rost ist weg, denkt man, das ist sehr wichtig. Und ich werde auch von den Rahmen auch nicht von innen versiegeln oder irgendwas, was mir vorgeschlagen wurde, was natürlich keine schlechte Idee ist. Aber ich meine, bei der S51, mein Gott, wenn es durchbricht, kaufst du dir halt einen neuen Rahmen, Nachbaurahmen, lässt die Rahmennummer umstanzen und fertig, ja.
und dann kannst du weiterfahren. Baust die Teile auf den neuen Rahmen wieder um und dann geht es halt weiter. Mein Gott, ist Aufwand, könnte man verhindern, indem man es halt versiegelt. Gut, vielleicht hole ich mir noch mal irgendwo ein paar Büchsen Seilfett und spritze die da rein, mal sehen. Ich muss mir das mal überlegen. Ja, auf jeden Fall werden auch die, übrigens noch eine Sache, die mir bei Max stört, die Fanpakete, dass viele Fanpakete schicken. An sich die Fanpakete gönne ich ihm und euch gönne auch die ganzen Spenden, aber das Geld und die Fanpakete, die kommen gar nicht in den Autos landen im Endeffekt. Das finde ich auch eine Sache, die sehr schade ist. Habe ich noch vergessen zu erwähnen beim letzten Mal. Ja, und wie gesagt, haben ja der Dennis und der Munich fleißig schon Teile geschickt. Die werden auf jeden Fall auch alle den Weg ans Moped finden. Andere unterstützen halt durch Geldspenden. Auch das wird dort reinvestiert werden. Wenn es in der Simson ist, wird es in einem Z landen oder im Trabi mal nach und nach. Also da bin ich auf jeden Fall hinterher, dass euer Geld hier auch in den Projekten landet. Oder wir holen uns mal eine neue Kamera oder irgendwas. Denn ich plane schon länger, mir eine GoPro 9 jetzt vielleicht anzuzulegen. Vielleicht können wir das mal als nächstes Spendenziel irgendwie einrichten im Stream oder so. Und ja. Was wäre der Vorteil von der GoPro 9? Wir haben etwas bessere Videoqualität. Weil die bei der 7er auch noch Luft. Ich nehme nur ein Full HD auf. Ich könnte auch locker noch in 4K mit der 7er aufnehmen. Problem ist, die 7er hat Überhitzungsprobleme. Die wird sehr heiß beim Aufnehmen. Und wenn dann noch die Sonne drauf scheint oder irgendwas, läuft die heiß und schaltet sich einfach ab. Und bei 4K-Aufnahmen wird die noch heißer. Was totaler Bullshit ist, weil die nirgendwo Lüftungsschlitze hat, damit die wasserdicht ist für Unterwasseraufnahmen. Und dadurch überhitzt die und dann schaltet die sich ab. Haben wir letzten Sommer auch gehabt, ein Video mal. Und jetzt sind wir bestimmt im Video 5-mal ausgegangen, weil es in der Garage so warm war. Vielleicht muss ich mir irgendwie einen Ventilator auf Akkubasis kaufen und den daneben stellen. Und die Kamera mit so einem Akkuventilator dann anpusten, dass die nicht so warm wird. Ja, da fällt noch eine Idee, keine Ahnung. Dann geht's vielleicht. Aber ich habe gehört, die GoPro 9, wobei beim Überhitzungsproblem. Alter, die Olle neben uns hier tadieren bei ihrem Skoda mit ihrer Bremse. Die schleift aber mal richtig und quietscht. Ich dachte schon, der Trabi macht die Geräusche. Weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ja, muss ich nochmal belesen, ob die GoPro 9 dieses Problem auch hat. Ich hoffe nicht. Wenn aber dann die 8, ich wollte sie erst an Kumpel günstig abgeben, werde die aber wahrscheinlich doch behalten, wenn die noch nicht in Rente schicken, die 8er. Sondern wir werden die mal versuchen, als Streaming-Kamera zu nehmen. Ach du Scheiße, ist da voll. Und wollen die da alle abbiegen? Oh nee, ey. Was ist denn hier los? Boah. Das ist ja blöd jetzt. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh nee, ey. Wir müssen rechts rüber. Mega voll hier. Steht auch noch im Stau hier. Scheiße. Und möchte eventuell die GoPro 8 dann als zum Stream halt, dass wir die, dann kann ich nämlich meine andere Webcam da in eine Tonne hauen, weil die ist auch nicht so berauschend, verkaufe ich lieber die für einen Fuffi nochmal. Oder wenn sie von euch jemand, irgendwer haben will, der ein Stammzuschauer, schicke ich sie euch auch so raus. Ja, und oder ein Kanalmitglied, keine Ahnung. Und dann finden wir da auch eine Lösung für. Ich habe überlegt, ob wir jetzt wieder umdrehen und zurückfahren. Das ist ja voll blöd gelaufen hier. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, ich habe keine Lust, mich jetzt hier in den Stau zu stellen. Ich wollte eigentlich hier über das Adlergestell zurückfahren. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, hier ist mir zu voll. Von daher wenden wir jetzt mal, jetzt haben die natürlich hier gerade grün. Aber das macht nichts, dann warten wir die Grünphase ganz kurz ab. Und fahren hin bei meinem Opa halt wieder zu. Sind wir jetzt auch schon mal lang gefahren. Ja, wobei wir beim nächsten Schwung immer mit drüber gewesen. War jetzt auch Blödsinn gewesen. Jetzt stehen wir hier genauso dämlich. Los, fahrt doch mal, Leute. Aber ist halt so. Wenn wir den Kumpel hier noch erstmal lassen. So, Trabant, kleiner Wendekreis. Gucken wir mal, zwei Spuren haben wir. Ja, wir hätten 2,5 Spuren gebraucht. Ah, falscher Gang. Fast im dritten geschaltet, aus Versehen. Kommen wir wieder zurück. Wer weiß, wie voll das Adlergestell ist, wenn es hier schon so voll ist. Aber macht nichts. Wir finden schon den Weg nach Hause wieder. Dann fahren wir halt nochmal ein bisschen da lang, wo wir schon waren, aber ist ja auch nicht so schlimm. Da meintet er, ich soll trotzdem einfach ein Fahrvideo machen, egal ob ich da schon lang gefahren bin oder nicht. Dann tun wir dies. Ich weiß, dass wir in die Richtung, doch sind wir auch schon gefahren, aber macht nichts. Ist schon fast ein Jahr wieder her. Da war ich hier stehen geblieben. Achso, mehr mit Videos. Genau, die Simson eben, richtig. Die werden wir auf jeden Fall fertig machen. Also stellt euch auf sehr viel Simson-Content ein. Wo ich dann die nächsten Tage, wie gesagt, anfangen werde. Da muss ich mir noch die Edelstahlschrauben bestellen, dass wir die dann mit Edelstahlschrauben wieder zusammenschrauben, dass die nicht anfängt zu rosten. Es wird eine sehr, sehr große Videoreihe auf jeden Fall werden. Ich habe mir überlegt, wenn irgendwann mal Stellen kommen, wo ich bei der Simson nicht weiterkomme und
und Hilfe benötige und keiner von meinen Kumpels oder was Zeit hat, dass wir dann vielleicht dann so einen Live-Schrauber-Stream vielleicht machen, wenn ich es gar nicht hinkriege oder auch mit den Hilfe aus den Kommentaren nichts anfangen kann, dass ihr mir dann da im Stream helfen könnt. Ja, ansonsten gucken wir mal. Vielleicht kann ich mal den einen oder anderen einladen, der mir hilft, der dann Bock hat, im Video mit dabei zu sein. Von The Rust Boys zum Beispiel, der Micha, der hat bestimmt da Lust zu helfen. Der hat ja da Ahnung von. Der macht halt mal ein Video bei uns mit. Kann auf seinem Kanal auch hochladen dann. Dann haben wir auch Video-Content. Und dann haben alle was von. Und dann kriegen wir die Kiste schon wieder irgendwie zum Laufen. Natürlich großteils versuchen, alleine das Ding irgendwie hinzubiegen. Ja. Mir nicht zu viel Hilfe zu holen. Klar, ihr könnt natürlich mir Tipps geben in den Kommentaren. Auf jeden Fall ist auch erwünscht. Aber ich will mal versuchen, das Ding irgendwie wieder alleine zusammen zu schustern. Das kann nicht so schwer sein. Es gibt bestimmt genug Videos vom Zweiradgeber auf YouTube oder von der Zweitaktbrigade oder wie sie sich alle schimpfen. Mann, was macht denn der hier? Auch um dein Handy rumzuspielen. Ich hab schon am Handy gespielt, der Dulli hier. Ja, und dann kriegen wir den damit wieder irgendwie beisammen. Bin ich mir ganz sicher. Ohne großartige andere Hilfe auf jeden Fall. So, jetzt geht's ja auch wieder bergauf. Scheiß zusammen. Schau. Auf mal mit dem Handy rumzuspielen hier beim Fahren. Mann, Mann, Mann. Warte mal, wir könnten auch jetzt hier nochmal abfahren und kommen trotzdem aufs Adlergestell, fällt mir gerade ein. Warte mal. Wo ist denn die Abfahrt hier? Ja, ansonsten werden wir wahrscheinlich dann auch mal die Tage die MZ vielleicht mal ein bisschen weiter demontieren. Machen wir mal zwischendurch, dass nicht nur Simson-Content ist. Auch beim Trabi wird es wahrscheinlich mal zwischendurch immer mal eine Kleinigkeit geben, mal ein Fahrvideo oder irgendwas. Dass wir nicht nur 24-7 da jeden Freitag nur die Simson-Schrauberei da haben, sondern auch mal ein bisschen andere Sachen. Macht vielleicht auch Sinn. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall auch interessant gestaltet. Aber auch da werde ich mich nicht nur darauf konzentrieren, was wollen die Leute sehen, sondern lade eventuell auch das hoch, worauf ich halt Lust habe. Ne? Das ist ganz wichtig als YouTuber auch, dass man auch seinen eigenen Willen mal so ein bisschen beglücken kann. So, muss ich jetzt hinfahren? Bin schon ewig nicht mehr abgebogen. Kann ich jetzt hier einfach fahren? Hilfe. Na, Ampel noch achten? Glaube nicht. Okay, Hilfe. Bin schon so lange nicht mehr hier lang gefahren. Früher bin ich hier sehr oft lang gefahren, wo ich noch im Marienfelde gearbeitet habe. Aber ja, weil es mal eine Art Landstraße nenne ich es mal, ist zwar keine, aber hat so ein bisschen Feeling davon. Und wir haben Tempo 30. Und dann sollten wir das auch mal einhalten. Zweiten Gang wieder runter. Okay, wieder 50. Ja, so habe ich mir das circa vorgestellt. Wie gesagt, dienstags immer irgendwas, worauf ich Lust habe. Seid mir aber auch nicht böse, wenn Dienstag mal kein Video kommt. Ja, Dienstag ist Bonustag sozusagen für euch. Wenn ihr Videos sehen wollt, ist der Dienstag immer ein Bonusdienstag. Wenn dann ein Video kommt, freut euch. Es wird aber wahrscheinlich zu 90% nichts mit Schrauben zu tun haben, sondern irgendwas, worauf ich gerade Lust habe. Sei es ein Q&A-Video, sei es ein Lego-Video, sei es, wie ich habe auch schon Anfragen bekommen, wann ich mal wieder ein Grill-Video zu meinem Grill mache. Hat ja letztes Jahr mal ein Video zu meinem Weber-Grill gemacht. Ich habe schon viele Anfragen erhalten, wie macht man den denn eigentlich sauber? Da plane ich auch mal ein Video wieder zu. Das wäre auch mal Content für einen Dienstag zum Beispiel. Oder irgendwas anderes, was mir gerade noch einfällt. Stimmt, das wollte ich erwähnen in diesem Video. Wir haben noch genug Zeit, wir haben noch genug Strecke. Der GoPro-Akku gibt noch genug Leistung her. Das heißt, ich kann jetzt auch, während ich nach Hause fahre hier, machen wir halt ein längeres Video, falls es länger dauert. Das macht ja alles gar nichts. Habe ich es wieder vergessen, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Warum kann ich nicht einfach das gleich sagen, was mir auf der Zunge liegt? Warum muss ich immer erst drum rumquatschen und vergesse es dann wie so ein Vollidiot? Och Mann! Hä? Da fährt die neue S-Bahn da vorne. Was ist das denn? Sogar keine S-Bahn-Gleise. Berlin hat eine neue S-Bahn, die fährt da vorne. Hä? Wahrscheinlich eine Rangierfahrt, noch ein Rangierlok vor. 500 Meter. Ich hab baff gerade. Was soll ich denn jetzt gerade sagen, Leute? Mann, ich hab's jetzt wieder vergessen. So ein Schmutz. Ich
wollte euch irgendwas gerade erzählen. Ach man, war auch eine. Doch, jetzt habe ich es wieder. Videoidee. Ich habe es vielleicht schon mal versehentlich im Stream schon oder mal im anderen Video erwähnt und habe es auch vergessen, als ich es vergessen habe. Und zwar ist jetzt wieder vergessen. Ich plane eine Videoreihe. Was ist denn jetzt in der Trabi so merkwürdig? Das Gefühl, es läuft die ganze Zeit ab vorne. Das ist ja doch zu fett. Da war doch zu viel Öl jetzt drin. Ich plane eine Videoreihe. Der Name der Playlist ist nur grob gewählt jetzt. Er wird wahrscheinlich nochmal anders ausfallen zum Schluss. Aber das wäre auch Content für einen Dienstag oder was ich auch mal von zu Hause aus gestalten könnte. Wenn ich vielleicht auch mal keine Zeit für ein Schrauber-Video habe, dass ich nicht genug vorproduzieren konnte oder irgendwas kam dazwischen, dass vielleicht auch mal Freitag sowas kommt. Und zwar hatte damals der Max schon mal mit angefangen auf seinem Kanal. Aber ist der nächste Stau? Das gibt's nicht. Was ist denn heute hier los? Und wo fahre ich hier überhaupt hin? Hätte schon dreimal da sein müssen, wo ich dachte, dass ich da jetzt schon bin. Ah, oh Mann, ey. Das ist echt belastend heute. Und zwar, wie soll man das am besten nennen, diese? Da hat vielleicht noch dann Tipps für die Playlist. Aber das soll ein Format werden. Wie gesagt, Max hat es damals angefangen, hat es aber nicht weitergemacht. Und ich fand es aber ganz cool eigentlich, die Idee davon, dass wir anfangen. Dass ihr mir vielleicht mal ab und zu Videos von euren Fahrzeugen schickt und ich bewerte die in dem Video. Ich mache das dann als Video natürlich. Vielleicht können wir auch das ein oder andere Fahrzeug im Stream mal vorstellen dann. Geht mit Sicherheit auch. Und bei der Ampel kommen anscheinend ganze zwei Autos rüber. Das ist super, die da vorne irgendwo steht. Irgendwie Zweitakt Berliners Freunde und Community-Fahrzeuge. Irgendwie sowas. Oder spezielle Fahrzeuge von Community und Freunde. Irgendwie sowas. Weil der ein oder andere hat doch schon den ein oder anderen interessanten Umbau bei mir im Freundeskreis. Da will ich noch nicht zu viel spoilern. Das muss nicht unbedingt eine Straßenzulassung haben. Kann einfach nur ein Spaßobjekt sein, was ihr da habt, womit ihr bei dem Feld oder auf der Rennstrecke fahrt, was weiß ich. Und dann könnt ihr mir einfach eure Simson mal schicken, euren Trabi schicken, eure MZ schicken. Vielleicht irgendwas, was auch, wie gesagt, mit dem Content hier auf dem Kanal hauptsächlich irgendwo auch was zu tun hat. Das wäre super, glaube ich, dass wir da nicht zu weit abschweifen dann. Ich glaube, ich bin hier völlig falsch. Ich war hier noch nie völlig falsch gefahren. Dass wir vom Content her nicht zu doll abschweifen, also jetzt vielleicht ein Golf 6, irgendein Turbo-Umbau oder so, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt hier interessant auf dem Kanal. Aber wenn ihr da einen Trabi habt, tiefer gelegt oder eine besondere Lackierung oder ihr wollt mir allgemein einfach nur mal euren Trabi zeigen und wollt, dass ich meine Meinung dazu kundgebe von dem Trabi oder zu irgendwas anderem, dann schickt es mir gerne. Ich werde mit dem Quentin mal gucken. Wir haben einen Google Drive Account, wo wir dann sowas ja theoretisch, wo ihr mir dann die Dateien dorthin schicken könnt. Eventuell pimpe ich diesen Google Drive Account dann einfach nochmal auf mit der ein oder anderen Storage Upgrade, dass praktisch mehr Gigabyte zur Verfügung stehen. Dass falls mal mehr Videos langfristig kommen, weil wir können das Format über einen längerfristigen Zeitraum machen. Ich erwarte jetzt nicht, dass von heute auf morgen da schon 50 Videos einfliegen von euch. Das wird ja noch nach und nach dann mal ein bisschen was kommen. Aber dass ihr da schon mal was gehört habt und wer vielleicht jetzt schon ein Fahrzeug hat, was er mir mal vorstellen möchte oder worauf ich reacten soll, der kann mir das auch gerne jetzt schon schicken. Also dann kann ich nämlich schon mal anfangen, das zu planen und schon mal was aufzunehmen und hochzuladen. Dann haben wir vielleicht auch am Dienstag mal ein bisschen Abwechslung und nicht nur Lego, sondern können auch mal sowas mal zwischenschieben. Vielleicht auch eine ganz witzige Sache. So, ist jetzt hier vorne eigentlich eine Ampel oder kann man hier so, wie man lustig ist, rauffahren? Ich bin mit dem nächsten Weg wieder ausgesucht hier. Tut mir leid, Freunde. Oh, hier ist eine Ampel, okay. Ja, aber die ist doch... Ist die grün? Ja, die ist grün. Muss das rot leuchten sehen, ne? Gott, hier biegen die anderen parallel auch noch ab. Hilfe. Bin noch nie in diese Ampel abgebogen. So, ja. Schickt mir, wie gesagt, eure Simson, eure Umbauten. Wie gesagt, das muss nichts sein. Ja, der ist nämlich bei Rot gefahren. Das wollte ich vermeiden. Schickt mir da eure Umbauten, die ihr da habt. Und die sind bestimmt ganz interessant auch. Das werden sicherlich keine 20-minütigen Videos werden, die ich dann dazu aufnehmen kann. Aber wir können es uns mal angucken. Aber schickt mir bitte nicht irgendwelche Plastikroller, weil gerade neben mir einer steht. Ich glaube, die sind nicht interessant, auch wenn ihr sowas habt. Vielleicht, wenn ihr auch ältere Autos habt, weiß nicht, von mir aus ein Golf 2 oder sowas, was könnt ihr mir schicken? Auch, da können wir uns auch angucken. Aber ich möchte jetzt nicht zu moderne Autos haben. Außer ihr habt irgendwie ein Formel 1 Auto gekauft, was mir gerade, oder selber nachgebaut, oder habt das Knight Rider Auto nachgebaut, keine Ahnung, sowas könnt ihr mir, wobei es fällt auch unter altes Auto.
Aber so eine verrückten Sachen könnt ihr mir da gerne schicken und dann machen wir da vielleicht auch mal ab und zu mal ein Video dazu. Könnte ich mir mit Sicherheit auch sehr interessant und vor allem lustig vorstellen. So, das wollte ich erwähnt haben. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon mehrmals vergessen. Boah, meine Ampelschaltphasen hier heute. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen. Willst du da noch ein dritter Teil mit dem Video hier heute, der eigentlich gar nicht geplant war? Aber so langsam, wie wir hier durchkommen, haben wir jetzt 20 Minuten. Ich muss mal gucken, Freunde, wenn das Video 40 oder 50 Minuten lang wird, dann mache ich nochmal einen Zweiteiler draus und cutte das nochmal in der Mitte. Wobei, wenn es jetzt gut läuft, könnten wir es in 20 Minuten Richtung Garage schaffen oder ich beende das Video schon Stücke vorher, scheiß drauf. Dann haben wir natürlich nur 10 Minuten. Dann machen wir das Video im schlimmsten Fall maximal 35 bis 40 Minuten lang. Und dann beende ich das Video. Ob das reicht dann als Länge, egal wo ich bin. Und den Rest fahre ich alleine nach Hause. Dann habt ihr auf jeden Fall trotzdem Fahrvideos gehabt. Wir haben mal wieder ein bisschen geschnackt hier, ein bisschen Real Talk gemacht nebenbei. Wie gesagt, bin gespannt auf euer Feedback da, wenn ihr mir eure Fahrzeuge vorstellen wollt. Also ihr müsst dann natürlich das Video vorher aufnehmen, selbstständig. Versucht bitte nicht, das mit dem iPhone 3 oder mit dem iPhone 1 oder sowas aufzunehmen oder mit irgendeinem alten Nokia-Handy, wo die erste Kamera drin ist, sondern versucht natürlich auch eine halbwegs Videoqualität zu haben, dass es nicht zu oder pixelbrei ist, dass man da auch irgendwas erkennen kann, weil ich kann mit dem Schnittprogramm dann da nichts mehr rausholen. Zumindest mit meinen Fähigkeiten nicht. Von daher da die Bitte, dass dort auch halbwegs was kommt, wo man noch was erkennen kann und der Sound vielleicht auch nicht zu sehr übersteuert, damit man das als dritte Person auch noch sich zu Gemüte führen kann. Klar werden die Videos nicht die Qualität haben, die jetzt meine Videos haben, wobei die auch nicht die besten sind, aber es soll halt auch nicht die komplette Vollkatastrophe werden. Dass man sich das als Mensch noch halbwegs anschauen kann. Du musst jetzt nicht mit der neuesten GoPro 8 aufnehmen oder 9. Ja, wenn du bloß eine GoPro 5 oder 4 hast, keine Ahnung, wird es mit Sicherheit auch reichen. Oder filmst mit deinem neuen iPhone, ist auch bestimmt in Ordnung. Aber nehmt nicht zu alte Telefone, weil ihr bei manchen halt auch einfach kein Geld habt, um euch ein neueres zu kaufen, was auch nicht schlimm oder böse gemeint ist. Ja, aber versucht ein bisschen, wenigstens ein bisschen auf die Qualität zu achten, wenn ihr euch die Mühe macht. Ansonsten kann es vielleicht sein, dass es durch meine Vorprüfung durchfällt, weil ich mir jetzt sage, okay, entweder ist es vielleicht nicht interessant genug, ja, oder du hast nicht die richtigen Stellen da gezeigt für das Video. Also ich werde es auf jeden Fall einmal mir vorher anschauen, bevor ich ein Video zu aufnehme. Ich werde schon mal überlegen, okay, was kann man dazu sagen. Ich werde eine Vorwahl starten sozusagen immer. Oder wenn nur einer ein Video steht, dann gucke ich noch dieses eine Video vorher an, bevor ich da irgendwas hochlade auf jeden Fall. Oder aufnehme dazu. Also ich mache jetzt keine blinde Aufnahme damit. Und tue euch dann da irgendeine ganz schlimme Sachen an. Bitte auch von rassistischen Sachen in den Videos absehen. Ne? Keine Verherrlichungen von irgendwelchen Sachen oder Grüße oder was auch immer. Oder Sprüche. Ganz normaler Content bitte nur. Wie gesagt, wenn ich so eine Sachen da feststelle, wird es rausgefiltert. Möglichst auf eure Ausdrücke achten. Ich benutze auch welche. Aber vielleicht nimmt man nicht unbedingt immer das H-Wort oder so. Auch wenn ich das oft verwende, ich weiß. Sagt Scheiße, das ist glaube ich so schlimm auf YouTube, sagt Algengrütze, sagt das ist Käse oder irgendwie sowas, auch wenn ihr lieber Scheiße sagen würdet. Aber damit wir auch das ungehindert hochladen können, ich von YouTube keinen Ärger kriege. Die Monetarisierung ist zweitrangig oder uninteressant, aber das halt im so einem Fall, ja, eben das zu berücksichtigen ist bitte, ja. Bevor wir da alle mal Ärger bekommen oder allen voran ich. Nachher wird der Kanal noch gesperrt. Ja, dann kann ich gar keine Videos mehr holen, dann muss ich einen neuen Kanal machen. Darf vielleicht keinen neuen Kanal machen, dann kriegen die das mit, dass ich das wieder bin, dann löschen die ihn gleich wieder. Hab dann lebenslang YouTube-Verbot und das wäre schlecht. Wie gesagt, deswegen diese Vorfilterung auf jeden Fall, wo ich mich eben auf so eine Kriterien wie Aussprache, irgendwelche rassistischen Sachen oder Verherrlichungen oder was auch immer einmal durchgucke und natürlich, ob die Qualität vom Video halbwegs so ist, dass man es anderen Leuten präsentieren kann. Das sind die Auswahlkriterien, wenn ihr was einreicht, wie gesagt, darauf ein bisschen Acht geben. Und dann kann es passieren, dass in naher Zukunft euer Video dann auf dem Kanal online ist. Und ja, wir das mal zusammen uns anschauen dann. Ich denke mal, der ein oder andere findet es bestimmt witzig. Ich werde dann auch mal natürlich, kommt dann in die gleiche Playlist mit rein und beinhaltet ebenfalls dann diesen Content mit meiner GoPro auf die Suche auch mal gehen. Und natürlich auch selber mal Fahrzeuge von Freunden oder Bekannten rauspicken, wo ich sage, okay, die kenne ich, die haben einen Trabi, wollen aber selber kein Video zu machen, der ist getuned, hat einen Motor drin oder liegt tiefer oder was weiß ich,
und dann auch da mit meiner GoPro mal dann oder Kamera, was auch immer, keine Werbung an der Stelle, mit irgendeiner anderen XY-Kamera dann auch mal auf Suche gehen und dort selber ein Video machen. Und dann kann ich natürlich im Video direkt dann selber gleich reacten und muss natürlich dann hier nochmal über OBS nochmal neu aufnehmen und mir das Video im Windows Media Player sozusagen oder über irgendein Wiedergabeprogramm anschauen und dann mein Kamera-Interface mit dazu schneiden, sondern kann das natürlich ja dann auch schon vorher, kann das natürlich dann gleich so machen und kann es dann gleich so hochladen wie die üblichen Videos. Weil wie gesagt, auch da gibt es im Freundeskreis 2, 3, 4 interessante Umbauten, die man sicherlich mal zeigen kann. Ob die alles preisgeben, dann weiß ich nicht. Das ist aber dann denen überlassen. Aber wir können es wenigstens mal zeigen. Ob wir bis ins letzte Detail dann eingehen, ist auch erstmal fraglich. Wahrscheinlich nicht. Weil jeder möchte natürlich auch seine Umbauten, da soll natürlich einzigartig sein. Das müsst ihr auch nicht machen. Ihr sollt auch keine Tutorials geben, wie man das umbauen kann, dass irgendjemand das genauso umbauen kann wie ihr. Eure Umbauten sollen natürlich weiterhin, wie nennt man das, einzigartig oder ein Plagiat sein, oder kein Plagiat sein, sollen einzigartig sein. Es sollen eure Umbauten sein. Ja, also wie gesagt, ihr müsst keine Schritt-für-Schritt-Bauanleitung geben, außer ihr möchtet es. Ja, aber vielleicht, wie gesagt, einen groben Überblick, was haben wir hier, dass das Video vielleicht so wenigstens zwischen 5 und 10 Minuten Minimum länger hat. Ja, und wir das dann schicken. Vielleicht auch ein bisschen länger. Also maximal würde ich vielleicht sagen 15 bis 20, das ist das Maximale. Vielleicht schneide ich dann selber, sonst wenn ihr auch, ihr könnt mir auch gerne längeres Material schicken. Wenn es zu lang wird und vielleicht zu interessant ist, kann ich es immer noch mal selber schneiden. Ist ja auch kein Problem dann, weil ihr nicht wisst, wie man schneidet. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß es auch nicht im Endeffekt. Ich kann es inzwischen ein bisschen. Aber im Notfall kann ich mir das wieder selber noch ein bisschen zurechtfummeln dann und es dann hochladen. Aber ja, wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir einfach bei Instagram, wenn ihr da was habt und aufnehmen wollt, dass ich mal Bescheid weiß. Oder wenn ihr sogar schon ein Video habt, was ihr mal für einen Freund aufgenommen habt oder so in der Vergangenheit. Auch sowas könnt ihr mir bestimmt gerne schicken. Und dann müssen wir nochmal gucken, wo ich euch was zukommen lasse, einen Link, wo ihr das in einem Cloud-Speicher hochladen könnt. Weil über WhatsApp schicken, da kommt übrigens eine Ape, jetzt entgegen, da links, ob ihr die sehen könnt. Was wollte ich jetzt erzählen wieder? Hoch mit hochladen, irgendwas. Ja, dass ich, wie gesagt, einen Cloud-Speicher einrichte, wo wir dann sowas hochladen können, so ein Content, genau. Ja, natürlich das möglichst kleinste nehmen, weil viele Gigabyte oder Terabyte werden wir da nicht brauchen. Da reicht ja theoretisch 500 Gigabyte. Kein Video, was ihr mir schickt, ist 500 Gigabyte groß. Ja, und dann schmeiße ich das da rein. Ich lade es mir dann runter zu Hause, das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Und dann können wir dazu das Video machen. Ja, und ich freue mich auch dort auf euer Feedback. Ansonsten können wir uns einen Hashtag ausdenken. Hashtag habt ein Video für Zweitakt-Berliner. Dann schreibt mir das einfach nur so in die Kommentare. Dann kann ich mich auch persönlich melden dann. Können wir auch machen bestimmt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, meine E-Mail-Adresse stevenhandke92@gmail.com. Da könnt ihr mich gerne dann anschreiben und sagen, ey du, ich habe hier ein Video, würde ich dir gerne schicken wollen. Ja. Spamt mich da bitte nicht voll, sonst blocke ich euch da. Und dann machen wir da ein paar schöne Sachen auf dem Kanal mit. Auch mit euren Content. Ein oder andere findet es ja auch cool, wenn da mal seine Sachen gezeigt werden. Ja, theoretisch, wie gesagt, schickt mir auch die Stino-Trabis, wenn ihr wollt. Wenn ihr besonders hübschen Trabi habt, schickt mir auch Ranzbuben, Bastelbuben. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang was anderes gesagt. Hab's mir aber in der Zwischenzeit wieder gerade anders überlegt beim Reden. Auch ein stinknormaler Trabi, so wie meiner, ist trotzdem auch ein Video wert und ist interessant für den einen oder anderen, der sich für Trabis interessiert und mal so wissen möchte, was sich so auf Deutschlands Straßen so rumtreibt. Gut, Freunde. Ab hier müsstet ihr eigentlich den Weg auch schon kennen. Da sind wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal hier gefahren. Der Trabi wird immer wärmer von innen, weil die Sonne hier raufballert die ganze Zeit. Ich denke mal, die Batterie sollte jetzt wieder gut geladen sein. Die wird noch nicht voll sein, aber sollte auf jeden Fall wieder gut Saft haben für die nächsten Startversuche. Nach der großen Ausfahrt hier. Und ich muss mal ganz kurz schauen, was die Aufnahmezeit hier sagt. Ja, warte mal, ich sehe es nicht. 29 Minuten. Ja, 5 Minuten machen wir noch. Und dann haben wir 35 Minuten Video. Das ist eine entspannte Videolänge. Wahrscheinlich auch schon wieder für den einen oder anderen zu lang.
Auch die Fahrvideos werden nicht von vorne bis hinten geschaut, was aber auch nicht schlimm ist. Vielleicht, wenn wir die Fahrvideos mit interessanten Themen, so wie wir es jetzt hatten, ein bisschen aufpeppen, ist es vielleicht auch wiederum interessanter. Dann gucken die Leute auch länger vielleicht dazu. Aber die meisten gucken es ja wegen dem Kumpel hier, wegen dem Zweitakt-Sound. Ich würde einfach sagen, ich halte jetzt vielleicht mal, oder bin jetzt einmal die restlichen Minuten, vielleicht, hoffe ich, ich sage das immer und bin es dann nicht, aber ein bisschen stillschweigender, dass ihr noch ein bisschen Pappensound habt hier und schrei mal nicht ganz so rum. Dann lassen wir das Video jetzt so langsam ein bisschen ausklingen. Biegt da vorne deiner ab und dann, wenn wir auf der Möllendorfstraße sind, können wir das so langsam beenden, das Video. Und dann fahre ich die restlichen 5 Minuten alleine nach Hause, weil es lohnt nicht, noch ein Video anzufangen. Und so langsam wird jetzt auch der Verkehr hier auf der Straße zunehmen. Um 13:30 wird es dann auch schon eklig hier so langsam. Deswegen sollten wir jetzt langsam zusehen, dass wir Richtung Garage kommen. Ich würde gerne den hier noch überholen wollen. Oh, da vorne ist auch wieder Stau beim Abbiegen. Katastrophe. Jetzt hier noch rein. Wenn du ihn nicht reinlässt, jetzt lässt er mich rein. Ah, das ist voll hier. Oh, Freunde, vielleicht können wir das Video auch schon früher beenden. Weil das dauert jetzt, bis ich da rum bin, vorne. Hat uns der Stau wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich muss mal hier volle Belüftung machen, weil ich schwitze hier in meiner Jacke. Hätte die vorhin beim Zwischenstopp mal ausziehen sollen. Aber jetzt kommt ein bisschen kühle Luft hier immerhin rein. Jetzt hätten wir doch schon den Schnorchel umstecken sollen vom Trabi. Auf Sommerbetrieb. Naja, gut. Das ist halt hier Berlin leider. Schade, war doch voller wieder als ich dachte. Hätte gedacht, wir kommen jetzt hier noch überall halbwegs entspannt durch, aber es soll nicht so sein. Gut, Freunde, ich würde sagen, es macht jetzt keinen Sinn hier im Stau jetzt 10 Minuten euch hier noch voll zu labern. Beende jetzt das Video, schade. Hätte gerne noch weiter ein bisschen weiter gequatscht, noch ein paar Minuten wenigstens. Aber soll nicht so sein. Ihr hättet ja genug Fahrspaß jetzt hoffentlich. Es werden weitere Fahrvideos folgen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, alles was ihr kennt und machen könnt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Zweitakt Berliner.